Ja, sehr geehrter Herr Staatsminister, lieber Thomas Schmidt, lieber Ronny Wehner, lieber Herr Kammerschen, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich, Sie hier heute wieder begrüßen zu können als quasi Hausherr. Quasi Hausherr deshalb, das Gründer- und Dienstleistungszentrum ist ja auch gleichzeitig Sitz unserer Wirtschaftsfördergesellschaft WFE, Wirtschaftsförderung Erzgebirge, und das ist eine hundertprozentige Tochter des Landkreises, und insofern bin ich quasi hier der Hausherr für dieses Objekt. Und einige von Ihnen, Herr Professor Matschulat hat es ja schon angesprochen, haben ja gestern schon auf dem Fichtelberg zu dieser Veranstaltung 100 Jahre Wetterwarte Fichtelberg mit teilgenommen. Dort war es mir verwehrt, als Hausherr zu sprechen. Viele wissen das nicht, das Fichtelberg-Plateau und das Fichtelberghaus selbst gehört nicht dem Freistaat Sachsen, gehört nicht der Stadt Oberwiesenthal, sondern gehört dem Landkreis. Also wir haben schon auch Verbindungen, sage ich mal, in diese Richtung, dass wir auch da uns immer wieder engagieren. Ich freue mich sehr, dass sich die Wissenschaft in einem ganz besonderen Spektrum hier in Annaberg-Buchholz zum 10. Male trifft. Ich denke, die Organisatoren, die damals 1996 diese Idee erstmals hatten, haben das sicherlich erhofft, aber so nie geahnt, dass das sich so verstetigt. Ich freue mich vor allen Dingen deshalb, das sage ich auch ganz unverhohlen, aus zwei Gründen heraus. Erstens mal ist es uns als Erzgebirgskreis, obwohl wir ein sehr leistungsfähiger wirtschaftlicher Erzgebirgskreis sind im Freistaat Sachsen, ist es uns verwehrt, eine universitäre Einrichtung oder eine Hochschule auf unserem Territorium zu haben. Insofern freuen wir uns immer mal, wenn derartige Veranstaltungen auf unserem Gebiet stattfinden. Und das Zweite, da hat ja Herr Professor Dr. Matschulat schon darauf hingewiesen, ist natürlich auch die regionale Bedeutsamkeit und auch das Thema Klima, Klimawandel, Wetter, gerade in den Regionen. Und wir haben hier in der Erzgebirgsregion, hat auch der Staatsminister darauf hingewiesen, in den letzten Jahren ja durchaus manches erlebt. Und ich glaube, für den, ich sag mal, Otto Normalverbraucher, für den Bürger ist es in der Tat schwierig zu unterscheiden zwischen Wetter, Witterung, und wenn dann noch über Klimawandel philosophiert wird, dann hat jeder einen anderen Bezug dazu. Und manch einer schiebt gerade auch dieses Thema Klima, Klimawandel sehr weit weg und sagt, das ist kein Thema für mich. Dass sich aber etwas ändert, ich denke, das merken viele. Allein wenn ich mir die Hochwassersituationen 2002, 2006, 2010, 2013 anschaue, als die bemerkenswertesten eigentlich, die wir hier erlebt haben, mit ihren Auswirkungen, wobei wir ja dann hier im Erzgebirge immer noch gut bedient waren, in Anführungsstrichen, sage ich dort, weil das Wasser kam relativ schnell und ist nach 3 Tagen auch wieder verschwunden. Das liegt nun mal an der Topografie, in Berg runter läuft es wesentlich schneller als in der Fläche dort an der Stelle. Das ist sicherlich der eine Gesichtspunkt, aber ich denke, auch wenn man aufmerksam, sage ich mal, tagtäglich eigentlich durchs Leben geht, merkt man viele Veränderungen. Trockene Frühjahre in den letzten 2 Jahren oder deutlich trockenere, 2014, 2015, zumindest so eine Feststellung meinerseits. Und selbst, ich bin ja in diesem Kreis viel unterwegs, selbst dort merkt man noch regionale Unterschiede von Tal zu Tal. In dem einen, ich will nicht sagen, scheint die Sonne, aber da ist es drüber, und in dem anderen geht eine Wasserhose nieder, wo du nicht weißt, wo kommt das Wasser denn so her. Also zumindest sind das Feststellungen, die der normale Bürger eigentlich so feststellen muss und wo man sich, denke ich mal, auch in die Zukunft hinein Gedanken machen muss, dass es Veränderungen in diesem klimatischen Bereich gibt, in dieser Welt auch gibt. Und da bin ich nahe bei Ihnen, dass wir dort heute schon die Schlussfolgerungen ziehen müssen, wie wir uns perspektivisch dort aufstellen müssen. Insofern bin ich also, wie gesagt, sehr froh, dass wir diese Veranstaltung hier haben, auch immer wieder auch unter einem regionalen Gesichtspunkt, der ganz wichtig ist. Und da danke ich der Stiftung natürlich, Herr Kammerschen, Ihnen, dass Sie diese 10 Veranstaltungen bisher gemacht haben.
Es ist schon eine gewisse Tradition für uns und ich hoffe, dass diese Tradition auch in den nächsten Jahren fortgesetzt wird. Nicht nur der Tradition halber, sondern vor allen Dingen des Themas wegen und der Bedeutsamkeit für Sachsen und für die Regionen und seine Regionen insbesondere. In diesem Sinne, da will ich es auch schon bei meinem kurzen Grußwort belassen, wünsche ich Ihnen natürlich, Sie haben ein sehr umfangreiches Programm, wir werden uns auch heute Abend sicherlich nochmal diese oder jene in der Erzgebirgssparkasse zum Empfang sehen, wünsche ich Ihnen natürlich ja, interessante Beiträge, interessante Diskussionen und viel Wissenswertes und Neues auch, was hier im Austausch sicherlich erfolgt. Und ich wünsche uns vor allen Dingen, dass wir aus all dem, dass wir es nicht nur hören, sondern dass wir auch daraus die entsprechenden Schlussfolgerungen ziehen und versuchen, jeder an seiner Stelle, jeder an seinem Platz, sage ich dann immer dort, auch das etwas zu beherzigen und umzusetzen von dem, was man als Beitrag leisten kann und nicht nur in den Tag hineinleben, so nach der Richtung, das ist nicht mein Thema, das sollen mal die anderen tun, sondern ich glaube auch, dass auf diesem Sektor gerade auch was Umwelt und Wetter und Klima beeinflussende Faktoren betrifft, jeder einen kleinen Beitrag leisten kann. In diesem Sinne, viel Erfolg in diesen 2 Tagen, alles Gute, seien Sie herzlich willkommen, ein herzliches Glück auf.